Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir sind heute wieder hier auf der wunderschönen Canterbury Infinity. Ja. Ich habe gerade 4,5 Stunden da verbracht. Habe einiges gemacht. Wir haben 12:30 in der Früh. Wir werden jetzt nachher beginnen vorspulen. Und jeder, der was jetzt auf die Uhrzeit geschaut hat, hat einen Kontostand gesehen von 277.000. Ein Teil ist von Missionen. 70.000 habe ich vor Mitternacht noch gehabt und 150.000 habe ich Kriegseinnahmen Gebäude. Hä? Ich kriege ja stündliches Gold. Warum, wo sind die 150 Einnahmen? Ich will mich zwar nicht beschweren, aber hä? Deswegen beim Vorspulen schaue ich jetzt nachher genau mal, ob ich stündlich das kriege, was ich soll. Oder wird nur ein Teil stündlich ausgezahlt, der Rest in der Nacht oder wie? Ich verstehe es gerade absolut nicht. Oder weil ich es gestern erst am Tag gekauft habe, die Solaranlage ist das, was vom ganzen Tag gewesen ist nachgezahlt worden, obwohl sie dort noch nicht gestanden sind. Ich habe keine Ahnung. Dieses Feld ist Erntereif gewesen, das habe ich abgeerntet. Das war ja Erntereif, die Mission habe ich gerade abgeschlossen. Und der da wartet noch. Feld 28 war inzwischen einmal Unkraut drauf, das habe ich auch entfernt. Also in dem Sinn, unsere Felder sind einmal soweit stabil, dass nichts passieren kann. Wenn ich jetzt vorspule, sicher sind da nicht schöne Missionen jetzt mit den Dings, mit Ernten oder sonstiges. Und der wird hier 18er, ha? Oh, 18er Feld ernten, ernten 18er, ha? Nichts dabei. Also 8er. 30.000. Ja, das ist aber nicht voll dafür. 30.000, um das abzuarbeiten. Haben wir, glaube ich, schon mal gemacht, aber ist ja wurscht. Nichts für Tage akzeptieren. So, wir werden jetzt vorspulen, um das Schlafengehen zu simulieren. Nein, nicht so schnell. Ich will jetzt nochmal bei die 15. Okay, da kann ich noch schneller. 63, so ja. Damit ich bei der vorn stunde jetzt sehe, ob man Gold dazu kriegen oder nicht. Ja. Jetzt. Und gute 6.000. Jetzt 10 mal 660 sind 6.000. Das wird passen. Weil ich krieg 660 Euro die Stunde. Also ich weiß beim besten Willen wirklich nicht, wo die 151.000 sonst herkommen. Ich kann mir nur vorstellen, dass es eine Nachzahlung ist, weil ich es am Tag erst aufgesetzt habe, die Solaranlage. Dass er von ganzen Tag gerechnet wird und das nachgezahlt worden ist. Aber wenn das zweimal ausgezahlt wird, von mir aus, also 660 Euro die Stunde und auf die Nacht noch einmal die für 150 für Zähne. Also kannst du sagen, nochmal das, was in 24 Stunden einnimmt. Passt. Ich bin nichts beleidigt. Ich nehm's gerne an. So, und dann die Dieselfabrik. Schauen wir mal, wie viel dann schon verbraucht. Alles aufbraucht. Ich hab Anhänger Sonnenblumen reingekaut, Anhänger Sojabohnen. Und alles wieder weg. Also warte mal, wie viel haben wir jetzt dann da drinnen?
12.000 Liter. Wir brauchen definitiv mehr Felder. Dann die Gewächshäuser öffnen. Füllstand 24%, das passt. Leere Paletten und Düngemittel, also das habe ich aufgefüllt. Wasser habe ich auch ein bisschen reingehauen, aber noch nicht so viel, weil ich die Dings kaufen wollte, das Wasserwerk, weil dann brauche ich nicht kaufen. Palettenfabrik habe ich eine Bretter eine da, dass das schon wieder aufbraucht, das ist klar. Hackschnitzel 54%. Kapazität 50.000, ja. 33%, also da kann ich wieder hin tun, aber wir haben eh dort noch eine, wirst schnell, ein bisschen Spatze, wenn wir draußen auch noch eine stehen haben. Obwohl wir zur Palettenfabrik geführt, aber ist ja wurscht. So, wie schaut es da bei dir aus? Du hast kein Hirse, wahrscheinlich kein Hafer und keine Sojabohnen. Diesel ist aber noch drinnen und Füllstand auch 13.000. Passt da. Also da müssen wir alles mal schauen, dass wir alles wieder zum Laufen bringen. Okay, 4 Uhr jetzt. Und das Sägewerk ist auch deaktiviert, kein Diesel, oder? Richtig. Holz 43%. Also 7% hat er wieder runtergehobelt, aber wie seht, es ist da jetzt genug drinnen, da haben wir jetzt eine Zeit Ruhe. Es scheint der Mond zur helle Gelle. Gut, das heißt als nächstes, wir werden, so wie der Tag angebrochen ist, ist ein bisschen dunkel, so, okay? So, wir werden den das Verdüngen ansehen. Ich werde dann nachher gleich ansehen. Was sehen wir an? Wir brauchen von D3 Grad 60 Raps gleich mal. Raps und Sojabohnen wieder. Es ist wieder fast leer. Und dann haben wir eh genug. Hafer reicht ja gerade noch. Und dann müssen wir uns eh überlegen. Mit dem Gold, die 310.000. Mit dem Verkauf von diesen Lascheperlen. Mit dem Verkauf von diesen Lascheperlen, ja, da sind wir auf 400.000. Da könnte man das Wasserwerk auf was kaufen. Oder. Oder, ich habe da eine andere Idee gerade noch. Ich will gerade abwarten, bis wir 6 Uhr haben. So. Und wir haben 6 Uhr, passt. Nee, da. In Echtzeit speichern gleich. Passt. Der Tag geht auf, es ist schön. So, erntereif ist Feld 2 und Feld 6. Mal. Und Feld 2 kostet 208.000, 256.000. Und was haben die Jungs da drauf? Ja. Sonnenblumen und Gerste. Aber das wäre keine blöde Idee, gell? Weil 300.000 haben wir, was haben wir gesagt, kosten die zwei zusammen 400.000, 208 wird 460.000. 460.000. Vergesst halt mal genug, das könnte man sonst verkaufen, noch inzwischen. Das werden wir aber jetzt machen, gell? Also das kaufen wir mal sicher.
Ja, die kaufen wir beide und schauen wir, dass wir es noch schnell abernten. Weil sie sind schon im Waffenstatus. Ja, zweite Orangen passt. Beziehungsweise, warte mal, was hat ein Elfer, hat Sonnenblumen auch drauf. Was kostet das Elfer? Ja, das ist besser. Der 300. Das war's. Das da und kaufen. Einmal. Ja. Passt. Dann einen an Drescher gleich losstarten lassen zum Ernten. Und dann können wir schnell eine Palme verkaufen und schauen wir, dass wir das andere auch noch kaufen. Hoppala. So. Beziehungsweise habe ich ein bisschen gerade Fokus, dass das hin wird, gell? Aber ich weiß, was ich machen kann, damit es nicht hin wird. Bam, 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 ne. Wo haben wir es noch? Unkraut, Pflanzen sterben aus. Ich will nicht haben, dass es hier wird. Es wäre echt zu schade. Ich brauche es nämlich gerade. Aber ich tue es nachher wieder zurückstellen. Hand aufs Herz. So. Jetzt muss ich aber zuerst Server. Durchkomme, weil der wird mir sonst da schreien. Ja, ich will aus einer anderen Seite drum starten, hilft ja nichts. Lass man die Seiten durch, habe ich starten und dann. Also, ihr werdet es nicht versehen, gell? Dunkel. Dunkel, dunkel, dunkel noch. So, und der Helfer eine. Passt. Dann stelle mal andere Seite nochmal. Ein Teil vom Stroh habe ich auch verkaufen müssen. Weil das Lager voll war. Blöde Sache. Aber kann man nichts machen jetzt so. Jetzt brauche ich noch eigentlich 80 oder 90.000. Das kriege ich mit den Ballen zusammen. Ohne Probleme. Das war Licht. Ich habe schon wieder vergessen. Bei Ballen wie 16 genug. Die Barmer habe ich übrigens auch von da geholt. Den einen oder anderen wird es scharf geworden sein beim Herfahren. Ich hab halt ein paar. Theoretisch müsste die da gleich eine aussetzen wieder, aber ich weiß nicht, wie lange die brauchen zum Wachsen. Hoppala. So. Also wurscht, fahren wir da 4.
Warum müssen wir es denn überhaupt verkaufen? Ballen. Na, falsch, so. Silage, da. Ballen verkauft zwar. Ballen verkauft 2. So. Und jetzt aber, bevor ich das mache, mal schaut's mal aus mit die Piste da auf unterwegs schon, ja passt. Da. Den Klomi vorne, den werden wir noch brauchen zum Entladen. Passt, so, nochmal so. Und jetzt beim Verkauf 2, der war da unten, ja. Weil der bringt gerade am meisten, deswegen bringen wir dort die Ballen hin. Schauen wir, dass wir genügend einnehmen. Am besten wäre, wenn wir bis zu 200.000 hocharbeiten, damit wir ja wieder einen Spazierraum für den Hilfsarbeiter. Wenn dann bezahlen. Nun, der Fee halt nicht jetzt jeden Tag mit der 150 um Mitternacht errechnen. Also von heutigen Ingame-Tag auf morgigen muss er nachher noch einmal schauen, ob das noch einmal zahlt wird. Beziehungsweise ob, wenn zahlt wird, ob vielleicht weniger, weil wir werden uns vielleicht. Wenn das so gut läuft mit den Solaranlagen und die genügend Spazier habe, noch eine Solaranlage hinstellen. Das werden wir aber erst sehen. Jetzt ist wichtig einmal, dass wir Sachen zusammenbringen zum Auffüllen von unsere Wälder, Fabriken. Bei den Diesel haben wir nachher jetzt genügend von den Sonnenblumen. Aber für die Firma, was da steht, neben uns brauche ich aber was anderes, gell? Hirse, aber Hirse habe ich angesetzt. Hirse, Hafer und was noch? Sojabohnen. Das heißt, wir fest Sojabohnen aussetzen. Oh.
Habe mir mehr erhofft, ehrlich gesagt. Aber es geht ja aus. Ich werde halt zwei, dreimal jetzt fahren müssen. Aber bevor ich da jetzt zwei, dreimal noch fahre, die lasse ich da mal stehen. So, da drüben düngen. Das könnte ihn anmachen noch, oder? Ja, muss ihn sonst beobachten. Hat einen fast vollen Korntank. Dann fahren wir runter und gehen wir an die Plattenscheibe. Vergiss immer Licht erschalten für euch. Schauen wir mal, was wir da zusammenbringen. So wie ich nicht mehr so schnell zahlt, ist er leer. Dann weiß ich ja, was mit der voller Tank gerade eingebracht hat. Ja, 4000. Kannst du sagen, 13%. 4000. Ja. Darf ich nicht schimpfen. Da siehst du, die Schafe habe ich aufgeholt. Das habe ich auch gemacht. In der Nacht. Oder über Nacht, sagen wir so. Es ist halt auch ein bisschen was gegangen in den 5 Stunden. Das meiste war halt die Holzarbeit und dann auch unser Feld halt abenden und alles. Das Stroh wegfieren, ja. Wir hätten theoretisch können die Wasserfabrik auch schon können kaufen. Aber das ist, glaube ich, gerade nicht so dringend wie die Felder. Felder werden gerade wichtiger, damit wir mehr Produktion für die Firmen haben. Weil Wasser, das was wir zurzeit noch brauchen, können wir kaufen. Das einzige, was interessant wäre, wenn ein Wasser ist, wenn ein Salz. Wenn wir nachher genügend Schafe haben, dass wir es zum Schlachthof bringen können und dann die Dings aufhängen zum Trocknen, weil das bringt auch gut Geld, aber das dauert sowieso noch eine Zeit, würde ich mal sagen. Okay. Ich habe eine Errungenschaft freigeschaltet. Mir geht was mit dem Mais.
Sag mir aber jetzt nicht was. So genau, weiß nicht. Gelesen. So. Nehmen wir die nächste Reihe an. Also bauen haben wir genug, dass wir uns das zweite Feld heute noch leisten können. Das auf alle Fälle. Und Kompost haben wir auch noch immer genug. 16, da habe ich ja bei den Gewächshäusern aufgefüllt. Ist aber trotzdem nach wie vor der eine zur Hälfte, der andere komplett voll. Da werden sie erst schneller anfangen zu entleeren, wenn wir nachher die Olivenplantage und Apfelplantage auch haben. Dann werden die sie anfangen schneller entleeren. Obwohl wir bei der Dieselfabrik auch Kompost kriegen. Und ich glaube, hier geht man auch. Den geht der Fabrik, aber der glaube ich auch immer noch nicht. Aber ist ja wurscht. Ist jetzt auch nicht so wichtig. Missionen kennt ja ne auch keiner. Schau. Es kratzt im Hals. Kaffee ist aber wieder leer. Scheiße. Einmal müssen wir noch, dann haben wir es gut zusammen. Einmal genug bauen. Aber einmal müssen wir noch fahren. So, jetzt schaue ich aber zuerst noch. Na, passt schon wieder. So, mein Freund. Wir mal entleeren. Aber liebe Leute. Das war's dann wieder für heute. Ich werde noch das Gold zusammen sammeln für das nächste Feld. Ich werde da schauen, dass ich da weitermache ein bisschen. Eine Mission will ich inzwischen annehmen. Was für eine es sein wird, das weiß ich noch nicht. Das sehe ich nachher. Und dann anfangen halt die ganzen Firmen zu. Nicht Firmen, die ganzen Felder wieder zu bestücken. Aber das sehe ich noch in der nächsten Folge, wie es ausschaut. Ich wünsche euch heute noch einen schönen Tag, beziehungsweise schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.